Wir konnten ein sehr gutes Ergebnis im ersten Halbjahr 2014 realisieren. Was mich sehr freut, ist das starke Wachstum. Wir sind fast sieben Prozent gewachsen. Da merkt man die Kraft unserer Wachstum- und Innovationsstrategie. Es freut mich, dass wir diese Resonanz bei unseren Kunden haben. Was mich auch freut, ist der Gewinnanstieg. Der Gewinn stieg um 43 Prozent. Wir sind also nicht nur eine wachstumsstarke Firma, wir sind auch eine ertragreiche Firma. Und damit ist die Barbars bestens für die Zukunft gerüstet. Wir setzen ganz klar auf das Thema Wachstum, ertragreiches Wachstum. Wir haben genau definiert, wo unsere Wachstumssegmente sind, pro Land genau definiert, wo wir das Geschäft ausbauen wollen. Hier investieren wir in Innovation, hier investieren wir in Kundenorientierung, um so die Firma größer zu machen, stärker zu machen und damit auch ihren Wert zu steigern. Wir sind gut in das zweite Halbjahr gestartet. Die Trends aus dem ersten Halbjahr zeichnen sich fort. Dazu kommen noch Sondereffekte, positive Sondereffekte, die wir im zweiten Halbjahr erwarten, aus dem Verkauf unserer österreichischen Einheit und der Realisierung der Aktien der National Swiss, sodass wir insgesamt voll auf Zielkurs sind, unsere Finanzziele zu erreichen.